So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und gerade sind wir dabei, die Level von dem Celeste-Ersteller zu spielen. Da haben wir das letzte Mal schon drei geschafft, vier. Und jetzt haben wir noch weitere drei vor uns. Let's go. Auch wieder eine sehr kleine Clear Weight. Besiege alle Kriech-Piranhas und erreiche das Ziel. Jo, was? Das sind ja dann schon alle. Hä? Ah, verstanden. Wenn ich den einen erledige, komme ich an die anderen nicht mehr ran. Ja, okay, alles klar. Deswegen Rätsel. Ah, muss ich direkt auf den rübergehen, okay. Ah, das reicht nicht. Das muss aber reichen. Das muss reichen. Sonst weiß ich nie, wie es geht. Das muss reichen. Ja. Ich glaube nur, ich hätte jetzt... Oh no. Ich glaube, ich hätte... Komme ich da noch rüber von hier? Ah, gerade nicht. Ich muss den mitnehmen vorher, bevor ich den Powder auslöse. Oh wei, das geht gar nicht so einfach. Ah, es könnte aber noch gehen. Ja, das geht schon noch. Das kriegt man schon noch hin. Ach, ich habe einen Wandsprung. Ich Nusskopf. Ich habe einen Wandsprung. Das meine ich mit dem Wechsel zwischen den einzelnen Abschnitten. Man vergisst komplett, was für Fähigkeiten man eigentlich hat. Meine Güte. Ja, dann ist doch jetzt nicht mehr das Problem, oder? Das war halt blöd, weil ich die gleichzeitig ausgelöst habe. Super. Ach, komm. Das war halt jetzt richtig dumm. Oh. Ist das mein Ernst? Anscheinend ist es mein Ernst. Nein, es reicht nicht. Wie gesagt, wir haben ja ihn hier. Muss man halt nur dran denken und nicht dumm sein. What? So haben wir nicht gewettet. Das hat nicht gedacht. Ich muss sie besser treffen, ne? Ich dachte, wenn ich das einfach schmeiße, löst es das schon aus. Tut's aber nicht. Ach, ich sollte das nicht so machen. Nee, nix TV wird automatisch, Alter. Ich hau dir ins Gesicht. So.
das wieder los? Wann hat man das zuletzt bei irgendwelchen Odyssey-Aufnahmen? Lul. Nice. Aber wait, oh, wie komme ich denn an den daran? Der ist ja super unangenehm. Der Kollege hier ist ja super unangenehm. Ich komme erstmal wieder rum. Ach so, weil ich ihn... Ah. Ja, das war halt jetzt Quatsch. Ich muss mehrere... Also den da oben muss ich nicht treffen. Den da oben muss ich nicht treffen. Den kriege ich auch so. Der da oben ist nicht das Problem. Ich muss mich um den anderen kümmern. Die zwei sind das Problem, weil ich auf die nicht springen kann. So. Der Anfang ist klar. Ja, den kill ich damit. Und an den komme ich jetzt nicht mehr ran. Den hätte ich schneller killen müssen. Ja, der da oben ist da nicht das Problem. Ich brauche das Springboard eigentlich nicht. Das meine ich damit. Das Springboard brauche ich eigentlich wirklich nicht. Ich wüsste nicht wofür. Ach so, so kann ich keinen Wandsprung machen. Das ergibt Sinn. Dann muss ich den direkt... Komme ich da dran vorbei, ist jetzt meine Frage. Kann ich den direkt erledigen? Oder muss ich einfach so schnell sein, dass der weggeht und ich auf den anderen noch drauf komme? Wahrscheinlich das. Kann ich das dann jetzt nicht... Nee, das kann ich nicht vorher. Ich muss erst den zweiten Pau bekommen. Ohne den zweiten Pau geht hier gar nichts. Aber vielleicht kann ich ihn trotzdem schon mal rausholen oder löst es den jetzt mit aus wieder. Das hatten wir ja vorhin, das Problem. Da, der ist sofort weg. Ah, das geht viel zu schnell. Mache ich das denn? Ach komm, das ist unnötig. Das ist unnötig. Gehen die eigentlich weiter zurück, wenn ich den hier mache? Ach so. Das sollte man mal wissen. Das nervt mich, wenn ich was rausgefunden habe und es austesten möchte und dann... Dann hänge ich an Stellen, an denen ich nicht hängen müsste. Das nervt mich. Jetzt haben wir die Lösung und schaffen die Stellen nicht mehr, die wir schon geschafft haben. Dankeschön. Mein Gott.
dann ist die Geschichte ganz klar. Dann machen wir den hier. Dann machen wir den hier. Dann machen wir den hier. Und dann können wir zur Nummer sicher, können wir trotzdem das Springboard nehmen. Weil wir dann nicht Gefahr laufen, da irgendeinen Quatsch zu machen mit der Wand. Noch in den versehentlich reinspringen. Gut, nehmen wir das mal mit. Vielleicht brauchen wir es noch, ich weiß es nicht. Nein. Brauchen wir nicht. Uff. Okay. 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 Ist in Ordnung. Wie auch immer man das mit 17 Sekunden, aber hey. Why not? Why not? So. Versus Swamp Circuit. 20, okay, das muss jetzt nochmal machbar sein. Wenn ein Fünftel der Leute das hinkriegt. So, ich bin Feuer Mario. Und ich habe einen Schuh. Der nicht fliegt. Hä? Hat der keine Flügel? Das ist ein normaler Schuh, oder? Das ist ein normaler Schuh. Warum kommen hier so manche? Was will ich damit? Stampfattacke geht auch nicht. Das war ja jetzt ja toll. Das wollte ich nicht. Ach Mann, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Da kann man sogar hoch, tatsächlich. Vielleicht muss man das sogar. Aber jetzt habe ich keinen Schuh. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Wait, den Cooper hätte ich gerne. Nein! Da ist nochmal eine Blume, falls ich eine verlieren sollte, oder was? Nein! Was? Okay. Ich kann mich nicht ducken mit dem Ding. Aber das geht. Hier ist nochmal eine Blume. Hä? Ah, das war jetzt gemein. Ach, das soll ich tun. Oh, Mist. Ah, da ist nochmal eine Blume. Ich habe doch Millionen Möglichkeiten, hier die Blume zu behalten. Das ist passiert. Also,
so ganz... Wo war denn der Schuh? Ach, da. Also so ganz checke ich das Level gerade nicht. Das ist irgendwie sehr... Alles. Das ist irgendwie sehr alles und nichts. Ja, wir gehen ja eh hier rum. Was ist da drüben eigentlich? Ach so. Hätte ja sein können, ne? Ah, da komme ich leider nicht schneller hoch. Okay. Wie auch immer. Okay, was ist das für eine Tür? Ach, das ist die obere. Ja, gut. Ist also völlig egal. So, jetzt muss ich den Schuh eh hier lassen. Tschüss, Schuh. Okay. Oh Junge. Krieg ich jetzt noch mal eine Blume? Ja. Ah, da ist das Ziel. Das soll ich jetzt als Feuer-Mario erreichen. Ja, gut. Ja, das habe ich schon verstanden, Spiel. Danke, dass du mir das nochmal erzählst, dass ich es gerade nicht lösen kann. So. Was ein Quatsch. Das war jetzt tatsächlich mal ein bisschen komisch irgendwie, aber... Aber es hat jetzt keine Fehler oder so, also... Aber es war ein bisschen... Ja. Ja, confusing. Ja, lost habe ich mich nicht gefühlt. Es war ja alles machbar. Gut, Sky Tower Demolition Crew. Auch ein sehr einfaches anscheinend. 22,2%. Hat er aufgehört, dann schwere Sachen zu bauen oder was? Yay. Hä?
Ja, das kennt ihr einfach nur. Das explodiert dir nichts. Brrrr. Das bringt dir ja nicht zur Explosion. Ah. Jetzt geht's los. Was ist jetzt anders? Hä? Das ist ein anderer Raum. Hä? Nee, es ist der gleiche Raum. Man sieht nur mehr. Aber ich krieg's halt nicht zu explodieren. Hä? Den Dings wieder. Hä? Geht das eigentlich auch? Nein. Nein. Schade. Oh. Geht jetzt vielleicht mehr kaputt, weil ich jetzt ein anderes Feuer... Also war ich jetzt... Aber jetzt ist es nichts passiert. Ja, weil da unten nichts... Hier ist nichts, es löst nichts aus. Ich weiß nicht, wie ich das auslösen soll. Ja, tschüss. Hey, ich check das Level nicht. Kann doch nicht sein. Aber das wird nicht reichen. Es macht überhaupt nichts. Huch. Das war ja ein Komplett-Fail. Aber die lösen sich halt hier nicht aus. Ich weiß nicht, was ich tun kann, dass die sich auslösen. Was denn? Nix passiert? Hier passiert nichts. Thank you.
Was nützt mir das, dass der das aufmacht, wenn es nur da runterführt? Oh, wait. Oh, wait. Ich bin ja komplett dumm. Oh ne, ich kann den nicht da irgendwie mitnehmen. Den kann ich auch nicht in die Hand nehmen, den kann ich nur anstupsen. Ich verstehe das Level nicht. Was sehe ich denn nicht? Was von den Dingen hier verstehe ich denn einfach nicht? Hier bringt er ja auch nichts. Und wenn ich da hochkomme, nützt mir das. Oh. Habe ich da auch nichts von? Da kriege ich da ein zusätzliches Springboard, was ich hier eh schon. Was soll das denn? Toll, dass das Feuer da jetzt rauf und runter geht, aber das nützt mir ja nichts. Wir machen jetzt mal Folgendes. Gucken mal, was Leute da schreiben. Aha. Wie soll das denn? Was? Ah! Das ist ja voll cheap. Holy moly. Kommentare, ne? Easily my favorite custom MN2 steht. Oh my god, I give up. Ja. Aber das stimmt, das geht. Da hat er wahrscheinlich einfach nicht drauf geachtet. Reicht es so schon? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So easy ist es dann doch nicht. Oh Gott. Nice. Nein, der hat's wieder in die Hand genommen. Du bist so ein Nuss, Mario, ne? So nicht. So schon. Lul. Okay, okay, dann ist hier das Ziel. Verstanden. Aber so war das Level ja nun nicht gedacht. Ich
will es doch so auch nicht auslösen, weil das ist eine Zeit, die ich nicht, möchte. Wir gucken mal uns andere Hinweise an. Die erzählen uns bestimmt, wie das Level geht. Das ist ja voll gut mit den Kommentaren manchmal. Cheating hier. Weil ich das glaube, das würde ich nicht machen, wenn ich jetzt einen Kommentar schreiben würde, dass ich da hinschreibe, wie ein Rätsel funktioniert hat. Aber in dem Fall können wir uns das mehr mal geben. What? Wie? Bro, what? Ja, ja. Das ist genau der Punkt. So cool. Ja, ich meine, klar, der fällt runter. Und macht Boom. Und der kommt irgendwann auch wieder hoch. Jetzt gerade nicht. Und dadurch hat sich der Screen verändert. Das habe ich schon auch verstanden. Na, jetzt gucken wir hier runter, aber das nützt uns ja. Es ändert ja nichts. Was nützt mir das? Oh, hier kommt das Feuer. Da kommt es wieder hoch. Jetzt ist es wieder oben. Und wenn ich den da irgendwo anders hinschicke, nützt mir das ja auch nichts. Na, ich kann natürlich... wollte ich tun. Ich kann natürlich, warte mal. Geht's da drüben weiter? Kriege ich den irgendwie da hochgeschickt oder so? Ach! Okay, das haben wir dann doch ohne Kommentare rausgekriegt. Lul. Oh mein Gott! Aber das weiß man doch erst nicht. Was kommt da raus? Ah. Tschüss. Boom. Mein Gott, was? Habe ich einen P-Switch dabei. Himmel, wo drücke ich den denn jetzt? Ein Raum, den wir uns noch nicht angeguckt haben mit P-Switch, ist jetzt der da. Aber ändert sich hier irgendwas durch den P-Switch? Nein.
F. Aber hier ändert sich ja auch nichts durch den P-Switch. Toll. Ich meine, der läuft jetzt da ein bisschen weiter. Nützt mir aber auch nichts. Oh. Uff. Das ist ein Level. Also. Anfang ist klar. Ich finde das Zeitlimit ist ein bisschen ungünstig, weiß nicht. So, ein bisschen mittiger. So. Let's go. Dankeschön. So. So. Aber wofür? Habe ich jetzt den P-Switch? Oh mein Gott. Natürlich. Natürlich. Jetzt rammt der hier alles kaputt. Und jetzt sind wir im Ziel. Wow. Das war ein Level. Jetzt haben wir es auch richtig gelöst. Guter Gott. 9 Sekunden. Hat der es so schnell geschafft, da reinzugehen, das Brinkbot zu holen, da hochzuspringen? Holy. Okay. Okay. So, das war alles. Wir haben die Medi-Level durch. Fürs Erste. Denn das werde ich ja auch favorisieren. Boah. Wahnsinn. Aber das wird dann langsam unübersichtlich hier. Ne? Mit der Zeit wird das etwas unübersichtlich. Aber gut.
muss man dazu... Guckt euch mal den Screen, allein den Screen an. Ich möchte nicht Vorurteile bilden, aber ich erwarte nichts. Ja gut, das ist schon mal besser als erwartet. Muss ich ja zugeben. Ach, so kommt man da gar nicht rein, ja? Okay. Ach, das wäre... Ah, verstanden. Aber wir haben noch keine Cut-Offs. Wir haben zwar auch noch keine Gegner. Aber wir haben auch noch keine Cut-Offs. Das ist schon mehr, als ich erwartet habe. Boah, Gegner! Unfassbar! Oh. Oh no! Das ist der Screen, den wir gesehen haben. Oh, plötzlich hat das Level Gegner. Es ist unglaublich. Das ist dein... Muss ich den besiegen? Nein. Okay, tschüss. Oh mein Gott. Ja, wow. Ja, ist jetzt nicht gerade der Burner, aber... Aber... Es ist besser als der ganze Trash, den wir in dem anderen Part gesehen haben. Das ist schon okay. Das geht schon okay. Vor allem dafür, dass ich erst so fies war zu dem Level. Das ist schon okay. Gut, danke fürs Zuschauen. Das reicht mir für die Aufnahme. Ich bin durch. Oh Gott. Und tschüss.